Ja, willkommen zurück bei Knights of the Old Republic. In der letzten Folge sind wir hier in die Unterstadt gekommen und haben hier schon einiges in der Kantina erlebt. Man sieht, wir sind ein bisschen angeschlagen und wir sollen für einen Twi'lek, der auf den Kopfgeld ausgesetzt ist, ein Teil holen, damit er seinen Tod vortäuschen kann. Und das soll man in der Oberstadt tun. Und da gehen wir jetzt erstmal zurück in die Oberstadt, indem wir auf die Karte gehen. Zurück zum Versteck. Ja. Und wir sind wieder heile. So. Die ja, mit der könnten wir reden, aber wir brauchen 200 Credits. Wir können erstmal mit ihr reden. Ihr seid zurück. Habt ihr es geschafft, dass Holden das Kopfgeld zurückzieht? Ich sprach mit Holden, Dia. Er ist bereit, das Kopfgeld auf euren Kopf auszusetzen, wenn ihr ihn bezahlt. Ich habe nichts. Ich verdiene kaum genug zum Leben. Ich kann es mir nicht leisten, das Schwein auszuzahlen. Ich habe wohl keine andere Wahl, als hier zu hocken und zu warten, bis sich Holden beruhigt. Solange ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt ist, wäre es zu gefährlich, rauszugehen. Okay, ich versuche mal, die 200 aufzutreiben. Aber zunächst... Nein. Gehen wir mal wieder raus. Und wie gesagt, wir sollten so ein Teil kaufen und da gehen wir jetzt mal einkaufen. Vielleicht können wir auch noch was loswerden, was uns ein bisschen Geld bringt. Irgendwas scheint Kars zu belassen. Rede mit ihm. Vielleicht verrät er ja, was ihn bedrückt. Mit Kars sprechen. Ja? Was habt ihr auf dem Herzen? Ist das ein geeigneter Zeitpunkt, euch weitere Fragen zu stellen? Wahrscheinlich habe ich gesagt, ihr könntet mich vielleicht später mal was fragen. Ist das wirklich nötig? Ich würde euch gern besser kennenlernen. Oh, also wenn es ein Verhör werden soll, warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Das ist kein Verhör, ich habe das nie behauptet. Verdammt, und bald werden all eure Geheimnisse auch meine sein. War nur Spaß, auch wenn ihr wirklich voller Fragen steckt. Aber ich finde das Spielchen ganz witzig, muss ich zugeben. Lasst mich bitte zunächst eine Frage stellen. Seit unserem Absturz geht mir der Kampf auf der Ender Spire immer wieder durch den Kopf. Einige Dinge passen da einfach noch nicht ins Bild. Vielleicht könnt ihr mir ja erzählen, was da geschehen ist. Aus eurer Sicht. Wie ihr bei unserem ersten Treffen gesagt habt, Bastila hatte keine Zeit, ihre Macht einzusetzen. Richtig. Bastila ist so mächtig, wie immer behauptet wird. Sie war schließlich diejenige, die Darth Revan besiegte. Ich glaube, dass keine Jedi-Fähigkeit, und sei sie noch so mächtig, etwas gegen das Überraschungsmoment ausrichten kann. Wir haben uns diesen Kampf schließlich nicht ausgesucht. Er wurde uns aufgezwungen. Zur Hölle, ich bin immer noch überrascht, dass wir das alle überlebt haben. Wenn man das alles bedenkt, ist es doch mehr als erstaunlich, dass ihr hier seid, nicht wahr? Welche Position nehmt ihr in der republikanischen Flotte ein? Ich war ein Späher und wurde wegen meiner Fähigkeiten für die Flotte rekrutiert, wenn ihr es unbedingt wissen wollt. Das macht Sinn. Trotzdem, mir kommt es seltsam vor, dass jemand, der in letzter Sekunde zur Besatzung gestoßen ist, zu den Überlebenden zählt. Ich wäre nicht am Leben. Was ist seltsam daran, wenn jemand in letzter Minute der Mannschaft zugeteilt wird? Oder damit sich andeuten, ich hätte was mit dem Absturz zu tun gehabt? Nee, erstmal, was ist so seltsam daran? Außer euch ist niemand hinzugekommen. Mal ganz davon zu schweigen, dass es Bastilas Gruppe war, die um euren Transfer bat. Warum soll Bastila mich angefordert haben? Die Jedi forderten die verschiedensten Dinge an, nachdem sie an Bord gegangen waren. Zur Hölle, sie haben praktisch das Schiff übernommen, so wie ich das sehe. In Anbetracht eurer Beziehung zu Bastila und den Jedi, ob ihr euch dessen bewusst seid oder nicht, kommt eure Anwesenheit hier nicht ungelegen. Vielleicht liege ich falsch und all das hat nichts zu bedeuten, ich weiß. Aber ich habe vor langer Zeit lernen müssen, nicht alles für bare Münze zu nehmen. Und ich hasse Überraschungen. Sollten wir nicht versuchen, zusammenzuarbeiten? Ich arbeite mit euch. Ich wäre töricht, es nicht zu tun. Aber ich wäre ebenso töricht, nicht das Unerwartete zu erwarten. Ihr wisst schon, dass wir auf der gleichen Seite stehen? Versteht doch. Das Ganze hat nichts mit euch persönlich zu tun.
Ich traue niemandem und habe meine Gründe dafür. Und nein, ich habe nicht die Absicht, sie zu diskutieren. Können wir uns also wieder den wichtigeren Dingen zuwenden? Ich halte das für also richtig. Also gut. Ihr seid verdammt hartnäckig. Wisst ihr das? Wir sprechen darüber. Aber später bitte. Im Moment würde ich lieber gehen. Okay. Gut. Jetzt gucken wir nochmal in der... Nee, nicht da rein, sondern ins Tagebuch. Und zwar... Achso, das sind die ganzen Kopfgelder. Dias, Bendax Kopfgeld. Agul-Serum, Druidenkauf. Matrix plant eine Inszenierung seines Todes. Du sollst ihm einen Permakret-Detonator besorgen. Permakret-Detonator. Gut, gucken wir mal, ob es das hier gibt. Oh, da liegt noch, haben wir noch nicht mitgenommen. Na, immerhin. Willkommen im Equipment Emporium. Ja, hallo. Die feinste Auswahl. Ja, wissen. Zeigen wir nochmal ein Angebot. Aufgrund der Blockade der... Ja. Also was? Das sind meine Sachen. Oder? Nee. Permakret-Detonator 50. Kaufen. Eine Verkaufsliste. Haben wir noch was, was man nicht Vulkar-Shop sagt. Wert 12. Noch eine Vibro-Klinge. Blaster-Pistole und schon haben wir 200. So. Das sind die 200, um die frei zu kaufen. So. Wollt man noch was in der Oberstadt? Eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob wir uns jetzt zurück teleportieren können schon. Mal gucken, ob es hier was Neues gibt. Nö, noch alles gut. Dann gucken wir mal auf die Karte. Nee, nicht zurück zum Versteck. Ah, gut. Wir müssen jetzt schon den längeren Weg gehen. Die Betrunkenen sind immer noch da. Müssen wir dann unsere Rüstung wieder anziehen. So. Sonst hat sich hier nichts getan. Also müssen wir uns nochmal verkleiden. Und dann geht's nochmal runter. Ach so. Wieder umziehen. Oh, der tote Zwieleck liegt noch da, aber wir wollten ja hinüber. Achso, jetzt erstmal noch die 200 Credits. Können wir ja gleich mal machen, ne? So. Wenn wir den jetzt noch finden. Der Holden. Der war, glaube ich, hier. Ich hoffe, es geht um etwas Wichtiges. Ich sehe den Tänzerinnen zu. Bringt ihr Neuigkeiten über Dia oder was? Ja. Ich möchte, dass das auf Dia ausgesetzte Kopfgeld aufgehoben wird. Hey, ich habe es euch doch schon erklärt. Ihr bringt mir 200 Credits und ich lasse das Kopfgeld fallen. Sonst muss ich für das, was sie getan hat, bezahlen. Okay, hier sind die 200 Credits und jetzt hebt das Kopfgeld auf. Keine Sorge. Ich halte mich an die Abmachung.
Ich breche gleich zu Zax auf und sage ihm, dass er das Kopfgeld streichen soll. Okay, Spitzer. Jetzt sind wir schon wieder blank. Ne? So. Jetzt wollte der eine noch seinen Tod vortäuschen. Und wir waren in den Apartments. Gleich erste Tür. Hier ging's lang. So, ich hab dein Teil. Achuta! Ich hatte schon gefürchtet, ihr würdet nicht zurückkommen. Konntet ihr einen Permakret-Detonator beschaffen? Klar. Ich habe zufälligerweise einen Permakret-Detonator bei mir. Doch, das wird euch ein hübsches Stückchen kosten. Nehmt ihn schon. Hier, nehmt ihn schon. Mal sehen, ja, das sollte funktionieren. Wenn ich das Baby hier zünde, bleibt von der Wohnung nicht viel übrig. Also ein paar Brandspuren an den Wänden. Darf ich auch erst rausgehen? Gut, die Zeituhr läuft. Wir sollten sehen, dass wir hier rauskommen, bevor uns das Ding um die Ohren fliegt. Kars ist hoffentlich auch raus. Das war eine ziemliche Explosion, was? Geht ja nicht nochmal da rein, die ganze Decke könnte runterstürzen. Also ich bin zwar nicht ein Mann der vielen Worte, aber ich möchte mich euch aufrichtig bedanken. Ohne euch wäre ich ein toter Mann. Jetzt muss ich mir keine Sorgen mehr machen, dass noch weitere Kopfgeldjäger hinter mir her sind. Also dann viel Glück und lebt wohl. Jetzt, da ich tot bin, sollte ich mich nicht mehr auf den Straßen zeigen. Tage, Erfahrungspunkte erhalten, helle Seitepunkte erhalten. Und unser Kollege ist diesmal aufgestiegen. Was? So, Levelaufstieg. Fähigkeiten. Was ist denn empfohlen? Okay. Und Talente? Das hier? Nächsten Nahkampf, da kein Nahkämpfer ist. Achso, er hat Blasterpistolen, Blastergewehre, Repetierblaster. Wir machen erstmal den hier, sehr starke Explosion. So. Also nicht nochmal da rein. Ja, und das war's. Und jetzt können wir weitergehen. Wir haben erstmal die ganzen offenen Geschichten erledigt. Basis der geheimen Beck. Hey, ihr könnt nicht einfach hier hereinspazieren. Das ist eine Basis der geheimen Beck. Wie soll ich wissen, dass ihr kein Spion der Vulkar seid, der geschickt wurde, um Gaddon Thack zu eliminieren? Gute Frage. War Gaddons Hilfe. Mir wurde geraten, mit ihm zu sprechen. Eine Menge Leute wollen rein und mit Gaddon sprechen. Er ist ein Volksheld. Doch die Zeiten, in denen bei den geheimen Beck allen die Tür offen stand, sind vorbei. Durch die Eroberung des Planeten durch die Sith und den Bandenkrieg mit den Vulkar hat Gaddon jetzt mehr Feinde als je zuvor. Wir müssen vorsichtig sein, wen wir einlassen und wen nicht. Schmiergeld. Vielleicht könnte ich ein wichtiger Verbündeter gegen all eure Feinde werden. Nun ja, man kann jedes bisschen Hilfe brauchen, das man kriegen kann. Und außerdem seht ihr mir ja auch nicht aus, als ob ihr zu den Vulkar oder den Sith gehören würdet. Außerdem könnt ihr vermutlich ohnehin nichts tun, um Gaddon im Herzen seiner eigenen Basis zu schaden. Nicht, wenn Sir Erdra auf ihn aufpasst. Theatra, mhm. Also lasst ihr mich jetzt rein, ja? Geht rein und sprecht ruhig mit Gaddon, wenn ihr wollt. Achtet nur auf eure Manieren. Die geheimen Beg behalten euch im Auge. Okay, danke, geheime Begware.
So, da ist eine normale Tür. Aha. Alles geheime Wege, die hier rumlaufen. Das auch? Ja. Zwei, drei und... Gut, legen wir erstmal mit der. Die passt auf den. Bleibt sofort stehen. Wer seid ihr und was wollt ihr von Gaddon? Beruhigt euch, Zyaedra. Niemand wird so etwas versuchen. Nicht mitten in unserer Basis. Das wäre mehr als töricht. Ihr seid zu vertrauensselig, Gaddon. Brezhik und die Vulka wollen euch tot sehen. Jeder Fremde stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Und es ist nun mal meine Aufgabe, für eure Sicherheit zu sorgen. Wollt ihr etwa, dass wir Fremde einfach so ohne Vorwarnung angreifen wie die Vulka? So weit wird es niemals kommen. Jetzt tretet beiseite und lasst sie vorbei. Wie ihr wünscht, Gaddon. Ihr könnt mit Gaddon sprechen, wenn ihr wollt, aber ich behalte euch im Auge. Versucht nicht, mich zu täuschen, sonst werdet ihr zu Staub zerblasen, bevor ihr Vulka-Spion sagen könnt. Ihr müsst Zyaedra verzeihen. Seitdem Brezhik und die Vulka mit ihrem Krieg gegen uns begonnen haben, ist sie ein wenig übereifrig, wenn es darum geht, mich zu schützen. Die Schwierigkeiten mit den Sith haben die Situation auch nicht gerade verbessert. Zyaedra scheint zu vergessen, dass ich auf mich selbst aufpassen kann. Also, wie kann ich euch helfen? Ihr habt Schwierigkeiten mit den Sith? Eine fremde Armee kommt nach Taris, ruft das Kriegsrecht aus und verbietet alle Flüge vom und zum Planeten? Ihr könnt euren Arsch darauf erwetten, dass ich Schwierigkeiten mit den Sith habe. Wenn die Sith hier herunterkämen, würden sich alle Swoop-Banden gegen sie vereinen. Wir würden sie mit Guerillataktiken schwächen. Ihre Verluste wären enorm. Macht euch doch nichts vor. Für eine solche Operation würden sich die Sith niemals hergeben. Die machen lieber größere und vor allem gefährlichere Sachen. Aber bisher haben sich die Sith wohlweislich aus der Unterstadt ferngehalten und wir vergeuden unsere Stärke in sinnlosen Bandenkriegen. Ich habe versucht, Brezhik und seinen Vulkar das zu erklären, aber er hört einfach nicht zu. Ich benötige Informationen über Rettungskapseln der Republik, die in den Slums abgestürzt sind. Die Rettungskapseln? Wisst ihr, dass die Sith in der Oberstadt ebenfalls danach fragen? Aber ihr seht mir nicht so aus, als ob ihr zu den Sith gehört. Sie könnten Spione sein, Gaddon. Vielleicht arbeiten sie für die Sith. Beruhigt euch, Zyaedra. Wenn die Sith der Ansicht wären, dass wir etwas Nützliches wissen, würde jetzt schon ein Sith-Sturmtrupp unsere Tür eintreten. Nein, ich denke, dieser Fremde hat seine eigenen Ziele. Macht euch keine Sorgen, ich arbeite nicht für die Sith. Ich schätze, ich kann euch ruhig sagen, was ich weiß. Es ist ja nicht so, dass es mir oder meiner Bande Schaden zufügen könnte. Aber vielleicht bekommen die Vulka Ärger. Und das stört mich wirklich nicht. Die Vulka haben die Rettungskapseln wenige Stunden, nachdem sie gelandet sind, geplündert. Leider waren wir nicht zuerst dort. Vor allem, wenn man bedenkt, was die Vulka dort angeblich gefunden haben. Ein republikanischer Offizier namens Bastila hat den Absturz überlebt. Wir Beg halten nichts von intergalaktischer Sklaverei, aber die Vulka sind nicht so wählerisch. Sie haben sie gefangen genommen. Bastila ist eine Sklavin, was geschieht jetzt mit ihr? Normalerweise würden die Vulka eine derartige Sklavin einfach an Davik oder einen Sklavenhändler von einer anderen Welt für einen hübschen Profit verkaufen. Doch ein republikanischer Offizier ist kein normaler Fall. Sie halten Bastila immer noch für einen Officer der Republik. Das könnte ein Vorteil sein. Vielleicht kann sie sich ja sogar aus eigener Kraft aus der Gewalt der Vulka befreien. Sie ist zu wertvoll, um sie bei dem restlichen Vulka-Abschaum in der Basis zu lassen. Brezhik hat sie vermutlich irgendwo gut versteckt, bis zu dem großen Swoop-Rennen. Ihr werdet sie niemals finden. Es muss doch eine Möglichkeit geben, wie ich ihr helfen kann. Oder was haben denn die Swoop-Rennen eigentlich damit zu tun? Ich fürchte, eure Freundin ist zu einer Schachfigur in Brezhiks großem Spiel, die Unterstadt zu übernehmen geworden. Er hat sie als Preisgeld der Vulka für das diesjährige Swoop-Rennen der Banden ausgesetzt. Indem er solch einen wertvollen Preis aussetzt, hofft Brezhik, die Unterstützung etlicher kleinerer Banden zu erlangen. Dadurch wird es ihm dann durch seine zahlenmäßige Überlegenheit endlich möglich sein, mich und meine Anhänger zu zerstören. Und wie sollen wir Bastila eurer Meinung nach retten? Wir können uns doch nicht mit allen Banden anlegen. Die einzige Hoffnung für euch Bastila zu retten besteht darin, dieses große Eröffnungsrennen der Swoop-Rennsaison zu gewinnen. Klar, dann könnt ihr doch nicht bei dieser Sache helfen. Ich habe doch nicht mal ein Swoop-Bike. Ich könnte euch da vielleicht helfen, wenn ihr uns ebenfalls helft.
Wir haben beide etwas zu gewinnen, aber auch viel zu verlieren. Vielleicht helfe ich euch, wenn die Bezahlung stimmt. Ich arbeite doch nicht mit Kriminellen. Man weiß, dass ich euch... Was schlagt ihr vor? An dem Swoop-Rennen dürfen nur Banden aus der Unterstadt teilnehmen. Ich könnte euch als Fahrer für die geheimen Big aufstellen. Wenn ihr das Rennen gewinnt, gewinnt ihr auch die Freiheit eurer Freundin. Doch zuerst müsst ihr etwas für mich tun. Meine Mechaniker haben einen Beschleuniger für ein Swoop-Triebwerk entwickelt. Ein Bike mit diesem Beschleuniger kann jedes andere Swoop-Bike schlagen. Aber die Vulka haben uns den Prototypen gestohlen. Sie wollen ihn natürlich benutzen, um sich ihren Sieg beim diesjährigen Swoop-Rennen zu sichern. Ihr müsst in ihre Basis eindringen und den Prototypen zurückgewinnen. Wie soll ich denn in die Basis der Vulka gelangen? Es wird nicht leicht sein, in die Basis der Vulka hineinzukommen. Die Vordertore sind immer fest versperrt. Aber ich kenne eine Person, die euch vielleicht durch ein Hintertürchen hineinbringen kann. Sie heißt Mission Veo. Mission? Gavin, das könnt ihr nicht ernst meinen. Sie ist doch noch ein Kind. Wie könnte sie Ihnen bei dieser Sache helfen? Mission kennt jede Seitengasse und jeden Winkel der Unterstadt wie ihre Westentasche. Außerdem kennt sie die Abwasserkanäle in der Unterstadt besser als jede andere Person. Wenn es jemanden gibt, der euch in die Basis hineinbringen kann, dann sie. Okay. Wo kann ich denn den Mission finden jetzt im Moment? Ich kenne sie ja schon, aber ich weiß nicht, wo sie hingegangen ist. Sie und ihr Wookie-Freund Salbar sind stets auf der Suche nach ein wenig Aufregung und Action. Sie lieben es, die Slums zu erforschen, trotz der Gefahren, die dort lauern. Ihr solltet in den Slums nach ihr suchen. Doch ihr müsst an dem Sith-Wachposten beim Lift vorbeikommen. Ich habe da ein paar Sith-Uniformen, mit denen ich mich verkleiden könnte. Eine einfache Verkleidung hätte vielleicht bei dem Wachposten in der Oberstadt etwas genutzt. Doch hier unten sind die Sicherheitsmaßnahmen viel strenger. Ihr benötigt die entsprechenden Papiere, um am Wachposten vorbeizukommen. Ihr habt Glück. Eine der Sith-Patrouillen, die auf dem Weg in die Unterstadt waren, ist meinen Jungs direkt in die Arme gelaufen. Sie kehrten nie zurück. Und ihre Ausweispapiere sind in meinen Händen. Da wir jetzt zusammenarbeiten, könnte ich sie euch im Gegenzug für die Uniformen geben. Mit den Papieren braucht ihr die Uniformen nicht mehr als Verkleidung. Okay. Vergesst es, ich verzichte nicht auf die Verkleidung. Was wollt ihr mit den Sith-Uniformen? Ich bin gern vorbereitet. Früher oder später werden die Sith probieren, uns aus der Unterstadt zu verjagen. Wenn ein paar meiner Leute als Sith verkleidet sind, könnte ihnen das einen großen Vorteil in einem entscheidenden Kampf geben. Gut, ich tausche die Uniform gegen die Papiere ein. Gute Entscheidung. Danke für die Uniformen. Ihr werdet sie ohnehin nicht mehr benötigen, jetzt, da ihr die Ausweispapiere habt. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Noch ein paar Fragen vielleicht. Ihr solltet eure Zeit besser damit verbringen, den Triebwerksbeschleuniger-Prototypen zurückzuholen, den uns die Vulka gestohlen haben. Aber gut, ich werde eure Fragen beantworten, wenn ich kann. Habt ihr was an den Augen? Sehr taktvoll. Habt ihr es auf einen Kampf abgesehen oder so etwas? Wie könnt ihr es wagen? Ich sollte euch vernichten. Beruhigt euch, Zayatra. Ich schäme mich nicht dafür, was ich geworden bin. Wie ihr sehen könnt, habe ich meine Augen bei einem Zusammenstoß in einem Swoop-Rennen verloren. Ich verlasse mich jetzt auf diesen künstlichen Ersatz. Doch meine Erblindung war nicht die schlimmste Konsequenz des Unfalls. Mein Zustand hat letztlich zu diesem Krieg zwischen Beek und Vulka geführt. Was wollt ihr damit sagen? Als ich bei dem Swoop-Unfall mein Augenlicht verlor, nahm jeder an, ich würde die Führung der geheimen Beek an Brezhik, meinen treuesten Anhänger, übergeben. Doch mit meinen Augenimplantaten kann ich noch immer gut genug sehen, um meine Bande anzuführen. Brezhik war noch nicht für diese große Verantwortung bereit. Dummerweise war er anderer Meinung. Voller Zorn verließ er uns und schloss sich unseren Erzrivalen, den Schwarzen Vulka, an. Eine Menge jüngerer Bandenmitglieder gingen mit ihm. Und bald hatte er mit seinen Anhängern die Macht über die Schwarzen Vulka an sich gerissen. Aber warum einen Bandenkrieg mit den Beek anzetteln? Brezhik ist ein stolzer Mann. Meine Entscheidung war für ihn wie eine öffentliche Beschämung. Wenn ich ihm die Führung überlassen hätte, hätten wir vielleicht diesen Bandenkrieg vermeiden können. Macht euch nichts vor, Gaddon.
Brezhik will die Kontrolle über die Banden der Unterstadt. Wenn ihr einen Rückzieher gemacht hättet, hätte er die Beg gegen die Vulka geführt. Er hat diesen Krieg gewollt, so oder so. Ihr habt ja recht, Syatra. Brezhik wird keine Ruhe geben, bis ich tot bin und die Beg ausgelöscht wurden. Doch es ist noch immer schwierig für mich zu akzeptieren, dass er uns verraten hat. Ich habe noch andere Fragen. Ihr solltet eure Zeit besser damit verbringen. Ja, wir wissen. Na gut, das andere wissen wir alles schon. Also ich komme zurück. Ich schlage vor, dass ihr euch beeilt. Das Whoop-Rennen ist demnächst. Ihr solltet ja noch ein wenig Zeit haben, vor dem Rennen zu üben. Okay. Ich hoffe, die warten schon so lange, bis ich wieder da bin. Kontrollraum. Normale Tür. Kontrollraum. Gesperrt. Na gut. Normale Tür. Plastikzylinder. Ein paar geheime Beck. Sicherheitstür. Naja, wir wollen mal nicht jetzt hier die Türen aufbrechen. In der Basis. Ich bloß nicht verlaufen. Genau, was ist das für eine Tür? Auch eine Sicherheitstür. Gehen wir nochmal hier hinter gucken. Das ist eine normale Tür. Und da ist wieder eine Sicherheitstür. Also, na gut, gehen wir erstmal raus. Wir wollen hier keinen Unfrieden stiften. Versuchen wir jetzt zu den Slums zu kommen. So, dann müssen wir jetzt hier weitergehen wahrscheinlich. Schon wieder Vulka. Ich habe ein Geschenk für euch. Gut, ist da noch einer davon? Gucken wir später, was da ist. Wir müssen erstmal sehen. Schwarzer Vulka und Kind. Oder nee, was ist das? Schwarzer Vulka, Davix Spitzel. Ihr seid mit euren Zahlungen im Rückstand. Ihr meint wohl, nur weil ihr in so einer Gang seid, braucht ihr Davix seinen Anteil nicht zu geben, was? Aber David tut nichts für seinen Anteil. Wir legen hier die Arbeit. Wenn David zu den Tauschhändlern gehören will, dann soll er es beweisen. Ja, der Lord des großen Verbrechens soll gefälligst kommen und sein Geld von den schwarzen Vulka holen. Ihr wollt das also auf die harte Tour durchziehen? Okay. Oh hey, Kandaros, ihr wisst nicht, dass ihr neuerdings für Davik arbeitet. Ja, wir hängen hier einfach nur so rum, wir wollten keinen Ärger mit dem Mandalorianer. Da habt ihr Daviks Anteil. Ich wusste, ihr würdet zur Vernunft kommen. Und jetzt verzieht euch. Schade, hatte mich schon darauf gefreut, ein paar Schädel zu spalten. Vielleicht beim nächsten Mal, Kandaros. Ich bringe das hier lieber zu Davik. Ich sage Bescheid, wenn wieder jemand mit seinen Zahlungen im Rückstand ist. Okay. Jetzt gucken wir erstmal, was die hier verloren haben. Credits. Okay, mehr ist nicht. So, geht's hier lang? Apartment Unterstadt schon wieder. Bin ich jetzt einmal rum? Ach nee, hier ist er. Er scheint an einem Fortschritt großes Interesse zu haben. Braucht ihr etwas, kleiner Mann? Als Mandoko, das ist Carlo Nord, der berüchtigte Kopfgeldjäger. Auf eure grünen Köpfchen ist eine Prämie ausgesetzt.
Und ich werde sie einstreichen. Wenn du deine Prämie willst, musst du ins Ruheauto übel umlegen. Das ist der Plan. Okay. Haben die was übrig? Haben die was liegen lassen? Nee. Apartment-Tür. Leichte Splittermine. Aha. Gucken wir lieber mal zu den Vorräten. Panzerverstärker. Ulka-Vollstrecker. Fangen wir mal mit einer Mine an und jetzt. So. Und das sind noch mehr, aber. Mal gucken, ob die hier was haben fallen lassen. Cars, komm mal her, vielleicht kannst du da drauf schießen. Aha. Ja? Nee, kannst du nicht. Und du? Kannst du was damit machen? Auch nicht. Also wir sind gerade nicht in der Lage, was gegen die Splittermine zu tun. Na gut. Jetzt hat er Überreste. Noch ein Energieschild. Wenn du einen Feind siehst, aktiviere mit einem Klick auf den gewünschten Gegner den Kampfmodus. Die Kamera folgt nun dem Gegner. Habe ich was falsch gemacht? Okay, ist ja ganz schön was los. Immer schön aufsammeln, was die so haben. Was? Oh, prima. Runter damit. Ja? Der hat Überreste. Die nehmen wir ihm jetzt ab. Die haben uns noch nicht bemerkt, also versuchen wir es mit der Apartment-Tür. Eine leichte Gasmine. Schreibtisch. Das
persönliche Nachricht. Es scheint längere Zeit nicht benutzt worden zu sein, enthält eine ungelesene Nachricht. Hey, Alan, wie ist das Leben auf Taris? Ich habe gehört, dass dein Bruder jetzt auf Tatooine in den Minen arbeitet. Hat er dir wenigstens den Hyperraumantrieb dagelassen? Ich hoffe, du übst immer noch mit dem Blaster, den ich dir gegeben habe. Denk an das, was ich dich gelehrt habe. Du wirst es brauchen. Taris ist nicht wie Alderaan. Halt dich von den Swoop-Banden fern und bewahre alles im Tresor auf. Das Ding kann niemand aufbrechen. Lass bald wieder von dir hören, Onkel Louis. Aha. Vielleicht schaffen wir das ja später mit einer anderen Fähigkeit. Dann können wir nochmal herkommen. Erledigt. Reparaturkit. Einfache Sicherheitstür. Was? Bin dran. Es ist offen. Hä? Wer bist du? Bleibt sofort stehen oder ich schieße euch mitten zwischen die Augen. Was macht ihr hier? Wer seid ihr? Ich habe... Nein, nein, nein! Ich habe den Blaster auf euch gerichtet. Ich stelle hier die Fragen. Also, was macht ihr hier? Ich bin hier, um mir das Kopfgeld für euren Kopf zu holen. Selven. Nee. Ich wusste nicht, dass hier drin jemand ist. Dann seht euch woanders um. Hier gibt es nichts, was euch interessieren könnte. Das ist die einzige Warnung. Wenn ihr mich weiter belästigt, kommt ihr hier nicht lebend heraus. So, dann gucken wir erstmal, was es mit der Selven auf sich hat. Selven. Die Regierung hat ein Kopfgeld auf eine Frau namens Selven ausgesetzt. Allerdings gibt es keinerlei Hinweise auf den momentanen, die berüchtigte Auftragsmörderin. Aha. Okay. Ich habe euch die Gelegenheit gegeben, mich in Ruhe zu lassen und einfach hier hinauszugehen. Aber ihr seid wohl zu dumm, um diese Gelegenheit zu ergreifen. Jetzt werdet ihr erfahren, warum ich der gefährlichste Assassin auf Taris bin. Nicht das daneben schießen. Was, du musst laufen. Das tat weh! Warum macht denn der nicht? Lasst es krachen! Klar. Okay. Die haben wir erwischt. Vielleicht hat sie ja was Gescheites bei sich. Ein Zielfernrohr. Adrenalinverstärker und Neuralband. Sehen, was? Sehen, was es damit auf sich hat. Neuralband. Beschränkung keine Mugins. Willensstärke plus 2. Dieser nach dem Exarchum-Krieg entwickelte Gegenstand erhöht durch die elektrische Verstärkung festgelegter Denkmuster die Willenskraft des Benutzers. Republikanische Soldaten nennen das Neuralband scherzhaft Little Shoggy. Na gut. Adrenalinverstärker, Rettungswürfe, Reflex plus 2. Dieses Gerät optimiert durch die gezielte Ausschüttung von Adrenalin die Reflexe des Trägers. Das System hat abgesehen von unkontrollierten Muskelkrämpfen keinerlei Nebenwirkung. Okay, das ziehen wir auch mal an. So. Selvens Kopfgeld. Selven ist tot, jetzt musst du dir nur noch von Zax das Kopfgeld abholen, wenn wir wieder dort sind. Gut.
Register. Nehmen wir alles mit. So, weiter geht's. Noch eine Apartmenttür. Okay. Das war gar nicht so schlecht. Langsam wird er. Und wieder raus. Ach nee, Überreste halt. Ich glaube, da müssen wir lang. Schon wieder schwarzer Vulkan. Was? So, jetzt gucken wir, ob irgendjemand was übrig gelassen hat. Er. Und er. Blastergeschütz. Aha. Jetzt sind wir erstmal aufgestiegen und jetzt können wir mal gucken, was wir an Fähigkeiten empfohlen. Computer 7. Sprengstoff. Wir können nur mal einen Sprengstoff nehmen. Talent. So, jetzt können wir die Unruhe nämlich erweitern. Für dieses Talent haben wir einen zusätzlichen Nahkampfangriff pro Runde. Während und 3 Sekunden nach dem Einsatz des Talents sinkt der Verteidigungswert des Charakters. Aha. Naja, cool. So. Weiter geht's doch. Irgendwas scheint Kars zu belasten. Rede mit ihm. Vielleicht verrät er ja, was ihn bedrückt. Ja. Ja? Was habt ihr auf dem Herzen? Ich möchte etwas. Wisst ihr etwas über diesen Ort? Taris? Der Planet ist eine einzige große Stadt. Aber die goldenen Jahre sind längst vorbei. Seit die Sith sie erobert haben, sind die Dinge eher schlimmer geworden. Soweit ich weiß, leben die Reichen in den obersten Etagen der schmalen Türme. Wer arm ist, lebt dagegen unten im Schatten. Und es wird immer schlimmer, je tiefer man kommt. Das ist so ungefähr das Einzige, woran ich mich sicher erinnern kann. Ich möchte etwas mit euch besprechen. Wirklich? Das ist in Ordnung. Über was wollt ihr reden? Wir haben unsere Konversation beim letzten Mal nicht zu Ende geführt. Ach. Ich wusste, dass ihr nicht verstehen würdet, worauf ich hinaus will. Lasst mich versuchen, es zu erklären. Mit euren Fähigkeiten gehört ihr in ein Elite-Kommando und ihr habt mir schon mehr als einmal den Hintern gerettet. Deswegen und wegen eures Sprachtalents bin ich heilfroh, euch hier zu haben. Aber das heißt nicht, dass ich deswegen aufhöre, euch zu beobachten oder wachsam zu sein. So bin ich nun mal nicht gestrickt. Punkt. Was genau erwartet ihr von mir? Das weiß ich nicht. Wie ich schon sagte, vielleicht ist da ja nichts. Aber ich wurde schon von Leuten verraten. Nun gut,
Das wird nicht wieder passieren. Ihr wollt also eine Garantie, dass ich euch nicht verraten. Natürlich passiert das nicht nochmal, wenn ihr niemanden vertraut. Seht doch, ich will euch nicht beleidigen. Das ist einfach nur meine Art. Kein Grund, das persönlich zu nehmen. Ich frage mich, ob ihr überhaupt jemanden vertrauen könnt. Lasst es sein. Nein, bin ich nicht. Was? Das war aber nicht die Antwort auf meine Frage, oder? Seid ihr sicher, dass ihr nicht darüber reden wollt? Nein, ich will nicht darüber reden. Ich will die Galaxis retten, wenn das überhaupt noch möglich ist. Warum ist das so verdammt wichtig für euch, wem ich vertraue und wem nicht? Warum kümmert euch das überhaupt? Wir haben keine Zeit für sowas. Können wir das bitte beenden? Fürs Erste? Von mir aus reden wir später nochmal darüber, wenn es sein muss. Ich will nur jetzt hier weiterkommen. Okay. Der Kars. Naja. Gut. Jetzt gehen wir mal zum Wächter hier. Halt, Zivilist! Zu den Slums haben ausschließlich offizielle Mitarbeiter des SIF Zugang. Entweder sie haben entsprechende Papiere oder sie verschwinden hier. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ich habe meine Ausweispapiere hier. Mal sehen. Alles in Ordnung. Okay, gehen Sie meinetwegen runter. In Ihrer Haut möchte ich nicht stecken. In den Slums wimmelt es von Mutanten. Wir nennen sie Rakul. Wenn sich da unten was bewegt, erst schießen, dann fragen. Okay. Kann ich noch was fragen? Hey, Sie haben mir Ihre Papiere schon gezeigt. Einmal ist genug. Wenn Sie mit dem Aufzug in die Slums fahren wollen, nur zu. Passen Sie auf sich auf. Da unten wimmelt es von Rakul. Na gut. Dann passen wir mal auf uns auf, hoffe ich. Ihr da, Oberweltler. Jeder, der den Lift benutzt, muss eine Gebühr bezahlen. Ja, das ist unser Lift. Wenn ihr ihn benutzen wollt, müsst ihr uns etwas geben. Dieser Planet ist unglaublich. Sogar die Bettler wollen uns an den Kragen. 5 Credits. Es kostet 5 Credits, unseren Lift zu benutzen. Wer seid ihr? Was macht ihr hier in der Unterstadt? Wir sind die Ausgestoßenen. Wir wurden von jenen verbannt, die über uns hausen. Sie verachten uns. Hier in dem Dreck und der Dunkelheit führen wir unser elendes Leben. Wir betteln und durchwühlen den Müll, nur um bis zum nächsten elenden Tag zu überleben. Das ist unser Dorf. Wir leben hier in den Slums. Ihr müsst uns 5 Credits für die Benutzung unseres Lifts bezahlen. Hier sind 20 für das Kleidung und Essen. Credits, mein Bruder, wir haben Credits. Jetzt können wir Nahrung und Medizin kaufen. Psst. Oder die anderen werden uns hören. Sie wollen unsere Credits. Wir müssen sie verstecken. Geht weg, ihr zwei. Los, los, raus hier. Hä? Tut mir leid. Diese 2 Bettler bringen uns hier alle im Dorf noch in Verruf. Wir sind nicht so wie diese beiden. Die meisten Leute hier sind anständig. Natürlich, Fräulein. Schade nur, dass euer kleines Empfangskomitee einen ziemlich schlechten Eindruck hinterlässt. Mein Name ist Astronir. Wer seid ihr? Ich heiße Shalina. Ihr seid von der Oberwelt, oder? Ja. Ich habe sie noch nie gesehen. Ich wurde hier in den Slums geboren. Ist es dort oben so schön, wie man sagt? Ach, ist nichts Besonderes. Auf jeden Fall ist es dort besser als in dieser Seuchengrube hier. Die Oberfläche ist ein wunderschöner Ort, sag ich mal. Ich war noch nie an der Oberfläche. Doch manchmal meine ich, sie in meinen Träumen zu sehen. Die Sonne, der Himmel, die Sterne. Es klingt alles so... So wunderbar. Gendar, unser Anführer hier, sagt mir, ich soll mehr Zeit damit verbringen, die Dinge hier bei uns zu verbessern und nicht von etwas zu träumen, das ich niemals haben kann. Vielleicht hat er ja recht. Ihr denkt vermutlich, ich sei eine Närrin, weil ich von einem Ort träume, den ich noch nie zuvor gesehen habe. Aber als ich noch klein war, hat mir Rukil Geschichten darüber erzählt, wie es in der Oberwelt war. Rukil, wer ist denn das? Rukil ist der älteste Mann im Dorf. Die Kinder nennen ihn Rukil Wrinkleskin, aber er ist ein lieber und netter Mann. Als ich noch ein Kind war, hat er mir immer so schöne Geschichten erzählt. Ich liebe es noch immer, seinen Geschichten über das gelobte Land zu lauschen, obwohl ich weiß, dass es nur Legenden sind. Aber manchmal scheinen die Slums dadurch weniger finster und hoffnungslos zu sein.
Das gelobte Land, was ist das denn? Es ist nur eine Geschichte, um kleine Kinder glücklich zu machen. Rukel glaubt aber daran. Manchmal glaube ich selbst daran. Doch dann sehe ich mich um und erkenne die hässliche Wahrheit. Ich schätze, wir müssen das Beste aus dem machen, was wir haben. Wenn ihr mehr vom gelobten Land wissen wollt, solltet ihr mit Rukel sprechen. Wo kann ich den denn finden? Er wandert irgendwo im Süden des Dorfes umher. Er bewegt sich nicht so weit fort, wegen seiner alten Knochen. Er ist ja schon über 100 Jahre alt. Die Kinder lachen über ihn und die Leute denken, er wäre verrückt wegen all der Geschichten, die er über das gelobte Land erzählt. Doch er ist ein netter und lieber alter Mann. Und wo kann ich Gendar finden? Er hält sich irgendwo im Dorf auf, aber ich weiß nicht genau wo. Er ist stets bemüht, das Leben der Dorfbewohner irgendwie zu erleichtern. Wisst ihr was über die Rettungskapseln, die in den Slums aufgeschlagen sind? Darüber weiß ich nichts. Vielleicht kann euch Gendar weiterhelfen. Tut mir leid, aber wenn ich sonst irgendwie helfen kann? Sind andere Oberwäldler in letzter Zeit hier durchgekommen? Ziemlich viele Leute von der Oberfläche sind durch das Dorf gekommen, aber keiner hat mit uns gesprochen. Gendar weiß vielleicht mehr über sie. Erzähl mir nochmal was vom Dorf. Naja, ich wurde hier geboren. Meine Eltern waren Ausgestoßene, die wegen irgendeines Verbrechens in die Unterwelt verbannt wurden. Sie haben nie wirklich darüber gesprochen. Jeder hier ist ein Ausgestoßener oder ein Nachkomme der Ausgestoßenen. Das Leben hier unten ist ziemlich hart. Aber irgendwie überleben wir schon. Ich schätze, es ist für mich nicht ganz so schwierig, weil ich nie etwas anderes gekannt habe. Einige Leute hier haben alle Hoffnung aufgegeben. Sie sind verbittert und depressiv geworden. Doch die meisten Leute hier sind gute Leute. Egal, was unsere Ahnen verbrochen haben mögen. Darüber könnte euch Gendar mehr sagen. Oder vielleicht Rukel. Ihr solltet mit ihnen sprechen. Okay. Dann muss ich gehen. Oh, gut. Nun, wenn ihr irgendetwas braucht oder einfach nur Lust habt, mit mir zu plaudern, dann kommt doch jederzeit wieder. Ich habe nur selten die Gelegenheit, mit jemandem von der Oberwelt zu sprechen. So. Ausgestoßen. Gehen wir nach links, nach rechts. Da steht jemand. Ausgestoßener Heiler. Wartet, Oberweltler. Ihr dürft nicht durch das Tor gehen. Dahinter liegen Leid und Gefahr. Dreht um, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Wer sei denn ihr? Ich bin Esala, die Dorfheilerin. Ich setze mein Wissen und unsere geringen medizinischen Vorräte ein, um Verletzte und kranke Ausgestoßene zu behandeln. Doch trotz meiner medizinischen Kenntnisse kann ich für die armen Kerle hinter dem versperrten Tor nichts tun. Wovon redet ihr? Die Dorfbewohner, die an der Rakgul leiden, sind hinter dem Tor in Quarantäne. Sie könnten sich jeden Augenblick in die schrecklichen Monster verwandeln, die dazu in der Lage wären, uns alle zu zerstören. Also sperrt ihr sie einfach in einen Käfig? Für die Sicherheit des Dorfes müssen wir die Infizierten wegsperren. Und sobald sie sich in Rakgul verwandeln, lassen wir sie sich gegenseitig zerstören. Es muss doch was geben, was man tun kann. Wir können für die infizierten Dorfbewohner nichts tun. Selbst das Serum, das gegen die Rakgul wirkt, hat jetzt keinen Nutzen mehr. Niemand wäre so dumm, in die Käfige zu gehen, um ihnen das Heilmittel zu verabreichen. Die Infizierten können sich jeden Augenblick in Rakgul verwandeln und angreifen. Ich wäre so dumm, wenn ich das Heilmittel hätte. Wenn ihr Fragen habt, solltet ihr mit Gendar sprechen. Er ist der Anführer unseres Dorfes. Ich muss mich darum kümmern, das Leid der vielen Kranken und Verletzten im Dorf zu lindern. Doch trotz meiner medizinischen Kenntnisse kann ich für die armen Kerle hinter dem versperrten Tor nichts tun. Lebt wohl, Oberweltler! Lebt wohl. Da geht's wohl nicht rein. Rukel, hier ist doch der Rukel. Und da drüben, was ist das? Der Gendar, sind sie doch gleich beide.
Seid mir gegrüßt, Oberweltler. Normalerweise sieht man euresgleichen hier in den Slums nur selten. Es ist komisch, dass in letzter Zeit so viele Oberweltler hier herunterkommen. Nichts für ungut, aber langsam wird mir klar, warum die Leute diesen Ort normalerweise meiden. Warum seid ihr an diesem dunklen Ort, an dem niemals die Sonne scheint, gekommen? Gibt es etwas, das ich oder mein Dorf für euch tun kann? Ich werde euch so gut helfen, wie es mir möglich ist. Wer seid ihr, Leute? Warum lebt ihr hier in den Slums? Wir sind die Ausgestoßenen. Wir wurden von der Oberfläche für unsere Verbrechen in die Slums verbannt. Wir haben uns zusammengeschlossen und dieses Dorf gegründet, damit wir in dieser feindseligen Umgebung überleben können. Ich bin Gendar, Anführer des Dorfes. So wie mein Vater vor mir und mein Großvater vor ihm. Viele von uns sind schon seit Generationen hier. Unsere Ahnen haben uns vor langer Zeit verstoßen. Es gibt keine Rückkehr zur Oberfläche für uns oder unsere Nachkommen. Doch irgendwie schaffen wir es, zwischen all dem Dreck und den Banden von tödlichen Rakgul zu überleben. Das ist eine schreckliche Art zu leben. Das Leben hier unten kann ziemlich hart sein. Es kann einen Mann brechen. Viele hier im Dorf sind verbittert und hoffnungslos. Vor allem jene, die erst vor kurzem hier heruntergekommen sind. Doch das Leben geht weiter. Und wir müssen versuchen, das Beste daraus zu machen. Vielleicht werden wir ja eines Tages einen Weg finden, ein besseres Leben zu führen. Mir sollte mal jemand zuhören. Jetzt rede ich schon wie der alte Rukel. Rukel? Er ist der älteste Mann im Dorf. Er ist ein netter, alter Mann. Doch ich fürchte, diese Welt hat ihn bereits ermüdet. Er träumt davon, ihr zu entfliehen. Er träumt davon, eine bessere Welt zu finden. Ihr könnt ja mit ihm sprechen, wenn ihr wünscht. Er treibt sich irgendwo im Dorf herum. Wie ich schon sagte, er ist eine gute Seele, aber er liebt es, sich an seine Illusionen zu klammern. Erzählt mir von den Rakgul, die hier unten leben. Die Rakgul sind Monster. Grausige Mutanten, die sich von unserem Fleisch ernähren. Wenn sie jemanden mit ihren verseuchten Zähnen verletzen, kann er sich mit der schrecklichen Krankheit anstecken. So, dass er selbst zu solch einer ausgebohrt wird. Wir kennen kein Heilmittel für die Krankheit. Daher müssen wir jene, die angesteckt werden, zum Schutz des ganzen Dorfes verbannen, bevor sie sich verwandeln können und über uns herfallen. Ich möchte noch ein paar Fragen stellen. Stellt eure Fragen, Oberweltler. Ich werde sie so gut wie möglich beantworten. Obwohl ich wenig über Dinge weiß, die sich nicht in den Slums abspielen. Ich suche eine Twi'lek namens Mission Wao. Ja, ich habe diese Twi'lek öfter gesehen, aber nie mit ihr gesprochen. Sie und ihr Wookie-Freund kommen oft durch unser Dorf, wenn sie die Kanalisation durchforsten. Wie komme ich denn in die Abwasserkanäle? Es gibt in den Slums zwei Eingänge in die Kanalisation. Einen findet ihr nordöstlich von unserem Dorf, der andere ist im Südosten. Aber die Kanalisation ist gefährlich, Oberweltler. Solltet ihr es tatsächlich wagen, in die dunklen Gänge einzudringen, nehmt schwere Waffen mit. Es sei denn, ihr wollt im Magen eines Rakgul enden. Ich habe noch ein paar Fragen. Stellt eure Fragen, Oberweltler. Ihr spart von anderen Oberweltlern, die vor kurzem hier vorbeikamen. In letzter Zeit gab es bei uns im Dorf viele Besucher von der Oberfläche. Schwer bewaffnete Truppen, Mitglieder von Swoop-Banden und Söldner. Sie wollen unsere sonnenlose Welt durchsuchen. Sie suchen sogar in der Kanalisation. So, na gut, dann muss ich jetzt gehen. Wie ihr wünscht, Oberweltler. Falls ihr sonst etwas benötigt, könnt ihr jederzeit wieder mit mir sprechen. Ich repräsentiere das ganze Dorf und werde mein Bestes tun, um euch zu helfen. Dankeschön.
So, und du hier drüben bist doch der alte Rukil. Ihr kommt von der Welt da oben. Ist also die Zeit aus der Prophezeiung gekommen? Ist das ein Omen für die Rettung meines Volkes? Oder ist es nur ein weiteres falsches Zeichen, das uns in die Irre führen soll? Verkündet ihr die Prophezeiung? Seid ihr das Licht, das uns durch die Dunkelheit führt? Oder wollt ihr wie so viele andere nur unsere Träume zerschmettern und uns mit unerfüllten Versprechen zurücklassen? Vorsicht! Der hier ist verrückt genug, um gefährlich zu sein. Sprecht zu mir, Oberweltler. Sagt mir, welches Schicksal auf uns wartet. Erlösung oder Verdammnis? Sprecht, Oberweltler, ich flehe euch an. So gut, dann könnte ich ein paar Fragen stellen. Wovon redet ihr, alter Mann? Eine Frage? Ihr seid unsicher, verwirrt, verblüfft. Verständlich, würde ich sagen. Selbst ich mit meinen 100 Lebensjahren bin manchmal noch verwirrt. Vielleicht kann ich es euch verdeutlichen. Einige Dinge zumindest. Mein Name ist Rukil und ich bin der älteste Ausgestoßene hier im Dorf. Rukil Wrinkleskin werde ich manchmal von den Kindern genannt. Ich bin Astronir. Was wollt ihr von mir, Rukil? Einst wurde ich aufgrund meiner Weisheit verehrt. Doch im Verlauf der Jahre fielen die Dorfbewohner vom wahren Weg ab. Schlussendlich gab es nur noch eine Schülerin, die meinem Weg folgte. Und jetzt ist sie auch nicht mehr. Der wahre Weg? Was soll das heißen? Nein, nein, noch nicht. Ich muss wachsam sein, vorsichtig. Ihr könntet ein falscher Prophet sein. Kann ich es wagen, meine Geheimnisse mit euch zu teilen? Nein, nicht, bis ihr euch nicht bewiesen habt. Ich hab doch für so ein Blödsinn keine Zeit. Nee, mich beweisen, wie kann ich denn das tun? Meine Schülerin ist verloren gegangen. Ich schickte sie in die Slums, um, sagen wir, nach etwas zu suchen. Mehr kann ich nicht sagen. Noch nicht. Leider ist meine Schülerin nicht zurückgekehrt. Bitte, Oberweltler, werdet ihr einem alten Mann helfen? Wollt ihr nach meiner Schülerin in den Slums suchen? Sie heißt Malia. Ich muss herausfinden, was mit ihr geschehen ist. Ich muss wissen, was sie gefunden hat. Okay. Ich werde euch helfen, Rukil. Es kann schwierig werden, sie zu finden. Malia könnte überall in der Unterstadt sein. Doch wenn ihr sie findet, dann weiß ich, dass ihr wahrlich bestimmt seid, uns zu erretten. Nur dann kann ich euch mein geheimes Wissen enthüllen. Okay, ich komme zurück, sobald ich was rausgefunden habe. Ich wünsche euch Glück, Oberweltler. Sprecht erneut mit mir, sobald ihr vom Schicksal meiner Schülerin wisst. Okay, mach mal. So. So. Gibt's eine Karte? Okay, vier haben wir noch nicht. Kartenhinweis zur Unterstadt. Rakuls Zelt, also okay, vier haben wir hier noch nicht rausgefunden. Gehen wir mal noch ein bisschen hier. Gut, hier geht's nicht weiter. Müssen wir also mal in die andere Richtung gehen. Ikea. Hey, ihr seid doch nicht aus dem Dorf. Ihr seid aus der Oberwelt, oder? Ja, genau. Ihr habt sicher Credits. Vorsicht, irgendwas stimmt mit dem Kerl nicht. Ich traue ihm nicht über den Weg. Ich heiße Aigir. Ich betreibe einen kleinen Gebrauchtwarenladen hier. Wollt ihr etwas kaufen? Ich habe ein paar gute Angebote. Wie schafft ihr es, hier in den Slums ein Geschäft zu führen? Wenn irgendeiner der Dorfbewohner etwas Brauchbares in den Slums findet, bringt er es mir. Ab und an kommen Mitglieder der Banden aus der Unterstadt hierher und kaufen mir die Dinge ab. Sie geben mir Nahrung und Medizin für Maschinenteile, alte Blaster und so ein Zeugs. Manchmal geben sie mir sogar Credits, wenn ich wirklich gute Waren habe.
möchte nicht ein paar Fragen stellen. Da geht ihr besser zu Gendar. Er ist der Sprecher für unser Dorf. Ich betreibe nur den Laden hier. Ich möchte ihn ja nicht verärgern, indem ich irgendwelche Fragen falsch beantworte. Gendar kann mich ohnehin nicht leiden. Warum kann Gendar euch nicht leiden? Gendar meint, ich sollte die Profite, die mein Laden abwirft, mit dem ganzen Dorf teilen. Er meint, wir sitzen alle im gleichen Boot, also sollten wir auch alles miteinander teilen. Aber ich bin derjenige, der den Laden hat. Ich bin derjenige, der die Geschäfte macht. Die anderen bringen mir doch nur das Zeug, damit ich mit den Oberwäldlern handle. Warum sollten die etwas abkriegen? Das ist eine ziemlich selbstsüchtige Einstellung. Hey, ihr wisst nicht, wie es hier unten ist. Ich muss um mich schlagen, kratzen und beißen, um zu überleben. Niemand kümmert sich um den anderen. Nur Gendar ist mit meiner Philosophie nicht einverstanden. Er hat mich vor kurzem dabei ertappt, dass ich die Vorräte gehortet habe. Ich dachte mir, ich warte, bis die Nahrung knapp wird. Dann könnte ich sie den Leuten anbieten, die sich mir statt Gendar anschließen. Dann wäre ich der Anführer. Doch Gendar hat mich dazu gezwungen, meine Vorräte zu teilen. Seit damals vertraut er mir nicht mehr. Er lässt mich aber wegen meines Geschäfts hier bleiben. Ohne mich hätte das Dorf keine Überlebenschance. Zeig doch mal her. Ist nicht die beste Ware. Hauptsächlich Zeug, das jemand irgendwo im Müll gefunden hat und so. Aber die Preise sind gut. Vibro-Schwert haben wir ja schon. Schwert der arkanische Pistole. Retinal-Implantat. Ein paar Sackkarten. Okay. Nee. So, jetzt hier noch weiter. Ja. Lauf, Händler, lauf! Lauf, ich kann es kommen hören! Er wird es nie schaffen. Er ist verdammt. Ich sagte ihm doch, es wäre dumm, das Dorf zu verlassen. Er wird es schaffen! Lauf, Händler, lauf! Öffnet das Tor! Rasch! Es ist nicht viel Zeit! Das kann ich nicht. Die Rakule sind zu nahe. Die Mutanten werden ihn abschlachten, wenn ihr das Tor nicht öffnet. Und wenn ich das Tor öffne, werden sie uns alle erledigen. Nein, das könnt ihr nicht tun. Das ist nicht fair. Bitte, macht, dass er das Tor öffnet. Händler wird sonst sterben. Ich kann das Tor nicht öffnen. Nicht, während die Rakule in der Nähe sind. Öffne das Tor, ich werde die Rakule vernichten. Ihr seid bereit, euer Leben für einen Fremden zu riskieren? Entweder seid ihr sehr tapfer oder sehr dumm. Ich werde das Tor für euch öffnen, Oberwäldler, aber ihr müsst schnell sein. In wenigen Sekunden muss ich es wieder schließen, um die Sicherheit des Dorfes nicht zu gefährden. Was? Ich glaube, ich wurde vergiftet. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir ein Antidot haben. Nee, haben wir nicht. Ich fühle mich krank. So, dann müssen wir jetzt zu der Ärztin gehen. Schnell. Wo war denn die? Haupttor. Nee. Okay, uns geht's wieder gut. Also, war doch nicht so schlimm. Klar. So, und dann können wir auch wieder zurück und mal sehen, ob die noch was zu sagen haben.
Ich kann euch gar nicht genug dafür danken, dass ihr mich gerettet habt, Oberwäldler. Wenn ich mehr hätte als diese Lumpen am Leib, würde ich es euch geben. Doch wir haben hier alle nichts. Ich hab noch immer dich, Hände. Das ist alles, was ich brauche. Gehen wir ins Dorf zurück. Danke, dass ihr Hände gerettet habt. Ihr seid tapferer als ich, Oberwäldler. Vielleicht haben wir Ausgestoßenen schon zu lange in Furcht gelebt, nur auf unsere eigene Sicherheit bedacht. Vielleicht können wir ja etwas aus eurer Tapferkeit lernen. Doch genug geschwafelt. Kann ich etwas für euch tun, Oberwäldler? Wer seid denn ihr? Ich bin Trevin aus dem Dorf der Ausgestoßenen. Es ist meine Aufgabe, die Tore zu bewachen und darauf zu achten, dass sie stets geschlossen sind, um uns vor den Ragul zu schützen. So, ich habe nur noch ein paar Fragen. Ich bewache nur die Tore. Gendar ist unser Anführer, Oberwäldler. Ihr solltet eure Fragen an ihn richten. Na gut. Lebt wohl, Oberwäldler. Ja. Und beim nächsten Mal schauen wir uns dann hier noch weiter um. Und für heute würde ich sagen, sind wir wieder ein gutes Stück vorangekommen. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Astron hier. Macht's gut. Tschüssi.